wunderschönen Juten, meine Herren von und Agrarwissenschaftler. Ja, the day after tomorrow. Es ist leider zu spät geworden, um dieses Video über den Äther zu schicken. Deswegen, ich wollte eigentlich the day after machen, nach dem Update. Aber es ist zu spät. Dann beglücke ich euch heute, am frühen Morgen, wenn das Video rauskommt. Ja, the day after tomorrow, das Update. Fehler über Fehler. Ja, ihr seht, ich bin noch hier mal voll im Derby. Ah, LKW ist noch richtig cool. Hier gibt es noch ein bisschen Landerweiterungszeug. Kann man mitnehmen. Kann man mitnehmen, ja. So, wir gucken mal. Der Alfred war da. Alfred war da, oder Willi von der Post, wie ich immer sage. 10 Diamanten für die Wartungsarbeit. Nehmen wir da mit. Nehmen wir mit. Ich weiß nicht, ob er nochmal kommt oder sowas. Ja, ich habe schon etliches gelesen. Das Design, den einen gefällt es, den anderen nicht. Der einen sagen, es ist ziemlich kindlich. Ja, es ist ja natürlich auch ein Kinderspiel. Auf der einen Seite wurde ja auch schon so argumentiert. Auf der anderen Seite ist natürlich... Ja, man ist so altes. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier, sage ich mal so. Für mich ist es auch so ein bisschen Umstellung, aber ich bin schon klar gekommen. Ich finde es eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber Geschmack ist ja nun mal unterschiedlich. Der eine mag es, der andere nicht. Hatte ich ja schon in meinem anderen Video gesagt. Aber was viel schlimmer ist, sind die Bugs. Die Fehler da drin. Gott sei Dank, ich bin einigermaßen verschont worden. Der einzige Fehler, den ich habe, ist bei den 31 neuen Ländern hier hinten. Ich habe irgendwo mal gesehen gehabt, es soll diese Schienen hier oben, dieses Schienenmaterial soll hier unten irgendwo drin sein, habe ich nicht. Mir fehlen einige Dekos, bin ich aber nicht alleine, habe ich auch schon gelesen. Da sind mehrere dabei. Da war sie am Anfang irgendwie dabei gewesen und dann doch nicht. Okay, kann man so machen, aber muss man nicht. So, das dazu, das war der Fehler, der bei mir drin ist. Dann habe ich mir hier so einen wunderherrlichen Zettel aufgeschrieben, was bei uns in der Gruppe ist. Und zwar, wir gucken sowieso mal gleich mal rüber, aber der Farmpass ist weg. Der Farmpass ist bei einigen weg. Jetzt haben die angefangen. Ich habe immer gesagt, kauft euch den nicht neu, kauft euch den nicht neu. Nein, bei meiner Frau war es auch weg gewesen. Und zwar war da das Phänomen, sie hat 600 Kükenfüßen gekriegt. Kükenfüße, diese 600 hier oben. Damit sie den Farmpass zu Ende machen kann. Ist natürlich, hat hier unten alles doppelt abgesahnt. Ist natürlich auch nicht schlecht. Und, ja, aber die zusätzlichen Sachen, weil sie hat den Farmpass gekauft, hier oben, gab es nicht. Und dann gab es doch den Farmpass nochmal freigeschaltet, wurde freigeschaltet, alles wieder da und sie hat natürlich so doppelt nochmal ein paar IPs gekriegt und sowas. Na gut, aber ist auch eine nette Entschuldigung, sag ich mal. Dazu. So, dann haben wir die Kinokarte. War bei mir gestern auch. Oder vorgestern einmal gewesen und dann war Feierabend gewesen. Wie jetzt. Aber ich konnte ein paar Mal hintereinander. Ich war schon auf anderen Feldern gewesen. Da war eine Schubkarte oder so eine Kinokarte gewesen. Drauf geklickt. Ja, die geht. Ich habe von anderen Feldern habe ich was abgesahnt. Okay, das sind natürlich die netten Fehler, sage ich mal so. Aber hier, wenn das... meldet euch beim Support, wenn ihr wirklich Fehler habt und sowas, damit das behoben wird. Wie hier den Farmpass. So, wir machen mal kurz Drehrad hier nochmal schnell. Gucken, was es da gibt. Blub. So. Eine Karte auf die Schnelle. Ja, wir gehen da gleich nochmal ein bisschen auf die Fehler ein. Aber so ein bisschen Spiel nebenbei muss natürlich auch sein. Dann war es natürlich gewesen, bei mir sind sie auch erhalten, das ganze Schulbelager leer. Komplett leer. Der Fehler wurde, soweit meines Wissens, noch nicht behoben. Alles weg. Okay,
Fahrpass weg, Schübekarten alles weg. So, dann war Innerstadt zwar das ganze Buch. Wir machen das Buch hier nochmal auf. Ich kriege nämlich ein Tierchen. Ist schon fertig. So, war ja vorgestern Puzzleboot-Event. War auch ein Fehler gewesen. Einige haben zwei Puzzleboote gekriegt und dann war nichts. Und hier, das ganze Buch war leer gewesen. Und das Puzzle, oder beziehungsweise die zwei Puzzleteile, die sie gekriegt haben, waren ganz am Anfang hier. Was es dann immer gibt, entweder ein Elefant, Nilpferd oder eine gelbe Giraffe, irgendein Puzzleteil davon. Ja toll, was man schon längst hatte. Ja, Fehler bis jetzt auch noch nicht behoben, meines Wissens. Ist natürlich auch ärgerlich, wenn man hier alles gesammelt hat. Einige haben das schon voll gehabt, natürlich jetzt mit den Erdmännchen noch nicht, aber... Oh, da wird man gleich hingeführt, das ist auch nicht schlecht. Mit den Erdmännchen noch nicht, aber den Rest voll hat und dann von vorne wieder anfangen muss, ist natürlich auch ein Fehler. So, wir holen uns ein neues Tierchen rein. Da kommt das Leopardenbaby. Jawohl. Können wir gleich mal füttern. Neue Deko auch mitnehmen. Nehmen wir natürlich auch mit. Was gibt's denn hier? Was ist das denn? Eklivie, okay. Ja, stellen wir hier hin. Sehr schön. Ja, so sieht das aus. Wunderbar. Pfeifen wir hier nochmal an. Da ist das Kleine. Jawohl. Ich glaube, Zoofutter habe ich doch. Dreimal Zoofutter habe ich hier noch. Gibt's nochmal. So. Noch ein Puzzleteil. Noch ein Puzzleteil. Ah ja, da waren ja wieder. Aber jetzt ist Feierabend. Kam, im Prinzip hatte ich 5 Puzzleschiffe gemacht und ein 6. kam noch dazu. So, was haben wir denn noch an Fehler? Dann war bei der Maggie ganze Layout weg gewesen. Hier der Verkaufsstand, das Haus und der Wagen in Normalstellung, also wie man am Anfang anfängt, ohne Layout, ganz normal. Und bei der Maggie alles im Sammelbuch. Im Sammelbuch war es noch da gewesen, aber es war alles weg gewesen. Muss man sich alles wieder neu kaufen. Auch ärgerlich und auch ein Fehler, sollte man natürlich auch den Support anschreiben. So, Schübe alle weg, hatte ich gesagt. Deko und Puzzleboot 2, dann waren die Kino. Ja, genau, das hat man schon alles. Die Kinokarte, wie gesagt, ging ein paar Mal. Die Zoobücher. Seiten alle leer, Farmpass weg. Und wenn man natürlich alles auf einmal hat, ist das natürlich verdammt ärgerlich. Ist verdammt ärgerlich. Ich hoffe doch, da wird schon mal ein bisschen gegengearbeitet. Waren natürlich Updates schon da gewesen, aber haben die Fehler noch nicht behoben. Meines Wissens. Ich will nichts Falsches sagen, aber meines Wissens haben sie noch nicht behoben. So, dann kamen die Fragen. Moment, wo war denn das gewesen? Ach so, wenn man hier auf irgendein anderes Feld geht. Wir gehen mal bei uns rein. Alter, das ist Derby. Da war ich ja wieder völlig falsch. Ich bin hier noch ein bisschen durcheinander hier. Gehen wir hier mal beim Avatar. Gehen wir mal besuchen. Und zwar gibt es hier oben Bildmelden. Haben schon einige gefragt gehabt, wurde aber auch schon in etlichen Gruppen erklärt. Oben kann man drauffahren, befreunden und in derselben Gemeinschaft kann man einladen und dann Bild melden. Für die YouTuber, die von Supercell sind, die haben dann eigenes Bild. Sollte schon mal kommen, irgendwann, aber... ist noch nicht, aber das Bild kann man da melden, wenn man es für unangemessen, sage ich mal jetzt hier pornografischer Inhalt oder sogar irgendwo geklaut, ist es dasselbe Bild von mir, macht einer mein Bild drauf. Ich habe natürlich Anspruch auf mein eigenes Bild und kann das melden. Das dazu. So, ja. Soweit zum Update. Also ist alles so ein bisschen lustig. Beim Boot war noch eins gewesen halt. Machen wir mal. Ja, das können wir hier voll machen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, voll.
Ansonsten, ja, das Update ist wirklich hier, das Layout ist gewöhnungsbedürftig. Ich find's gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so, wie das nächste ist ein Puzzleboot. Dann haben wir hier, zwar wenn man hier auf die Teile drauf geht, sieht man, wie viel man im Lager hat. In meinem Fall 18 Stück. Ich finde, das ist ja bei den Geschäften genauso. Ich finde das alles ein bisschen klein. Und dann wird das hier so verdeckt. Früher war es, musste man drauf haben, wenn man Daumen runtergenommen hat, war es weg gewesen. Und so bleibt ein paar Sekündchen da. Aber die Ziffern hier oben, das ist 22 Stück von den Kürbiskuchen drin haben. Und was ich da an Zutaten brauche, ist alles irgendwie so ein bisschen klein. Hier wird es sogar noch ein bisschen kleiner, 15 da oben. Ich finde es ein bisschen klein. Und dann ist natürlich hier, dass man das hier so ein bisschen rüberzieht. Ah, weil früher war man so ein bisschen ruck, duck, duck, duck. Und stört ein bisschen. Das stört ein bisschen. Ist zwar nicht schlimm. Ich sag mal, vielleicht Gewöhnungssache. Aber mich stört so ein bisschen. Auf der anderen Seite ist es natürlich schön. Man sieht, man muss genau hingehen. Nur jetzt das Kleine. Also wirklich, was mich stört, ist wirklich diese kleine Schrift. Ansonsten hier, zack, kommt man dahin genudelt. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Persönliche Meinung. Ist alles, wie gesagt, die Geschmäcker gehen natürlich alle auseinander. Das dazu. Wurden ja auch einige Kommentare unter meinem anderen Video geschrieben. Wurde auch schon etliches diskutiert mit Fehlern, Layout und sowas. Ja, alles halt Geschmackssache, wie gesagt. Und wenn ihr keiner weiß, wie er den Support anschreibt, zeige ich nochmal schnell. Und zwar oben rechts mit den drei Balken, dann auf Einstellung und dann hier unten Hilfe und Support. Geht das auf und dann unten auf den Button hier drücken. Nee, ich sehe es im Bild nicht. Ah, das ist so klein. Schade, schade, schade. Vielleicht könnt ihr das ganz unten links noch erkennen, so ein bisschen blau. Da ist dann der Support zum Anschreiben. So, oder ihr geht um. Moment, was war denn das? Einstellung, Hilfe, Support. Da könnt ihr natürlich Konto, Käufe, Gameplay oder Fehlerbehebung, da könnt ihr natürlich auch reingehen. Vielleicht wird euch ja auch geholfen oder beziehungsweise weitergeleitet. So, auf jeden Fall solltet ihr eure Fehler melden, damit das der Spielspaß natürlich nicht darunter leidet. So, ja, das war's eigentlich soweit, soweit. Viel gelabert, viele Fehler sind natürlich drinne. Es sind natürlich noch alte Fehler dabei wieder, die noch nicht behoben wurden, aber so ist das nun mal. So, ansonsten, ja, kommt noch ein kleiner Nachruf. Die liebe Hildegard ist leider am Montag von uns gegangen nach schwerer Krankheit. Hat mich gestern oder vorgestern erreicht. Die Nachricht war wirklich... Ja, wir kannten uns nicht persönlich, aber wir haben viel kommuniziert und sie war großer Fan von mir gewesen, hat viel gesponsert, auch für meinen Kanal. Ja, kleiner Nachruf, mein Beileid geht an die Familie natürlich raus. Eine langjährige Spielerin von mir auch gewesen. Ja, schade drum, nicht alt gewesen, aber wie gesagt, schwere Krankheit. Das dazu. Ansonsten, ja, wünsche ich euch natürlich ein schönes Leben. Viel Glück da draußen. Wie immer, euer Onkel Jens.